Willkommen zurück zu Foundation. Unser kleines Dörflein. Hügelstadt. Ich vergesse immer wieder, wie es heißt, obwohl ich es selbst danach benannt habe. Ja, und warum Hügelstadt? Natürlich, weil es auf einem bzw. mehreren Hügeln entstanden ist. Und ja, auch hier haben wir bereits mehrere kleine, ja, nicht Dorfzentren, sondern Ableger, Viertel könnte man sagen. Und eines dieser Viertel ist leider noch ohne Kirche, Kapelle, wie auch immer, und muss ohne Gottesdienst auskommen. Aber zumindest haben wir den Fehler gefunden, der uns hier quasi eine negative Zufriedenheit beschafft hat in der letzten Zeit. Und das ist ganz klar gewesen, dass ich vergessen habe, bei den Marktständen auszuwählen, dass man hier bestimmte Dinge auch kaufen kann. Na? Zum Beispiel Brot. Und ja, ich warte jetzt drauf, dass hier das Ganze fertig gebaut wird und ein zweiter Stand daneben gestellt wird, damit wir auch dort noch weitere Dinge verkaufen können. Nämlich zum Beispiel Beeren, die wir noch sammeln. Und hier vorne bauen wir noch einen kleinen Stand hin, der dann dafür genutzt werden kann, um Kleidung beispielsweise zu verkaufen. Ja, aber kostet alles Zeit und Geld. Jetzt muss ich natürlich wieder auf Bauen drücken. Kostet 100. Hier sind wir mittlerweile fertig. Nein, sind wir noch nicht. Es wird fleißig gebaut. Aber wir können, glaube ich, Markthändler noch hinzufügen. Und dementsprechend können wir jetzt auch noch eine weitere Ressource auswählen. Und hier nehmen wir natürlich noch die Kleidung mit dazu. Und haben jetzt drei Markthändler, die dafür sorgen, dass unsere Bevölkerung hier gut versorgt ist und Dinge verkaufen kann. So, da kommen auch noch Beeren hinzu und ein weiterer Markthändler. Das ist jetzt das Schlechte daran. Für jede einzelne dieser Waren, die wir hier anbieten, müssen wir leider einen Markthändler einstellen. Heißt, nicht einer kann zwei Stände bearbeiten, aber gut, das ist, wenn ich drüber nachdenke, im Spielprinzip geschuldet, entspricht das schon dem, was es sein soll, ne? Guck mal, hier wird Brot hergestellt. Sie holt, nein, sie schiebt da den Brotfladen mal kurz in den Ofen. Und ja, ist auch ganz wichtig, weil Brot, 81 haben wir noch auf Lager, es wird gut gekauft und gut gegessen, ist also dementsprechend eine wichtige Ressource. Und in der letzten Folge sind wir dabei stehen geblieben, diese neue Produktionskette aufzumachen und haben darauf gewartet, dass unser Milchhof fertig gemacht wird. So, und dann wollen wir doch mal Kühe züchten. Achso, wir müssen erstmal einen einstellen. So, funktioniert gut und jetzt wollen wir Kühe züchten. Vielleicht. Ach, da kommt schon eine. Ach, da kommen schon zwei. Jetzt habe ich nämlich vorhin bei den Schafen, habe ich hier auf den Knopf gedrückt und habe immer gesagt, Kuh züchten. Und sagt er irgendwann, übertreib's nicht. Hat er jetzt noch nicht gesagt? Vielleicht langt das ja auch so. Warte, ich drücke nochmal drauf. Okay. Ja, okay. Wird schon passen. Irgendwer hat keinen Zugriff auf Komfort. Wer ist sie und was kann sie? Die Bürgerliche bereichert ihren Leben mit Überfluss an Nahrung und Gütern. Ja, 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 ja. Wasser hat sie nicht. Warum nicht? Wo wohnt sie? Lasst uns das Haus sehen. Ach, guck mal, da hat sie sich so ein schönes Bürgerhaus dahingestellt. Ja, aber hier haben wir doch Wasser. Was ist denn jetzt dein Problem, junge Dame? Wobei, wir haben ja hier kein Alter. Also wir wissen ja auch nicht, ob die sterben oder ob sie einfach da bleiben. Keine Ahnung. So, in jedem Fall können wir hier weiter anbauen und müssen sogar weiter anbauen. Achso, ja, noch eine Kirche hinten dran setzen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Ist architektonisch natürlich dann ein Meisterwerk, ne? Könnte man auch so um die Ecke bauen. Wollen wir aber gar nicht. Komm, die schieben wir mal ein Stückchen weg.
Ja, das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann bauen wir da einfach hinten noch so ein Kirchenschiff an. Bauen. Okay. Denn die sind langsam ausgenutzt, ausgelastet. Ja, und besonders cool finde ich, dass die hier natürlich ihre Häuser bauen. Wie sie da lustig drauf sind. Komm schon, nicht missbrauchen. Das stand nämlich beim letzten. Ich weiß nicht, was er damit meint. So, hier haben wir jetzt die Kühe. Das, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Lagerhaus. Nein, ein Speicher brauchen wir. Und da würde ich sagen, den packen wir mal hier in die Ecke. So, und wenn der dann fertig ist, dann kann das auch losgehen. So, Käse zugewiesen. Das heißt, in dieser Käserei, beziehungsweise in der Käserei wird natürlich jetzt Käse hergestellt und in dem Speicher werden wir dann Milch und Käse zwischenlagern. Und das ist dann etwas, was wir dann auch wieder verkaufen können, ne? Ah ja, und der Förster tut jetzt auch seinen Job hier vorne. Und forstet das Ganze wieder auf. Sehr schön. Ja, und dann kommen wir dazu und werden feststellen, dass wir als nächstes, also hier hat noch keiner was gesagt, dass wir hier noch was ausbauen müssten. Aber hier kann man bestimmt noch ein Nebengebäude oder dergleichen anbauen. Hier zum Beispiel. Und dann weiß ich aber nicht, ob das wirklich gefordert ist. Wir bauen es einfach mal. Hier könnten wir jetzt so ein Biest draufsetzen. Ist ja alles für Prunk und Prahlerei, ne? Vorab kosten 70. Ja, können wir uns leisten, ne? Also wir sind ja gerade eh dabei, hier am Limit zu arbeiten. Machen wir doch mal hier schöne Prunk-Klamotten. Hier hätte ich ganz gerne noch so ein Ding. Vielleicht auch auf der anderen Seite. Da, schöner Brunnen. Wobei, wenn der so gebaut wird, dann sieht das natürlich nicht so schick aus. Kostet uns 240, wenn wir damit fertig sind. Rustikaler Schornstein. Wo kommt der denn hin? Hier so. Ans Haupthaus. Oder da so. Ans Nebenhaus. Ja. Wir probieren das alles mal aus. Wasserbecken. Auch da sehe ich uns ganz weit vorne mit dem Wasserbecken. Könnte ich mir vorstellen, hier vorne doch noch so ein Ding hinzubauen. Dann ist es nämlich eingerahmt. So, noch ein Wasserbecken. Bauen. Auf geht's. Burschis. Ja, dadurch schaffen wir es dann zum Schluss, die Anziehungskraft zu erhöhen. Derzeit Durchschnitt, ne? Beschäftigung, Durchschnitt. Haben wir ein paar Arbeitslose? Nö. Wohnfläche ist hoch. Beschäftigung nur Durchschnitt. Ja. Gucken wir mal. Aber das Dorf wächst und gedeiht. Es gefällt mir richtig gut. Ach, guck mal. Und schon fängt einer an, nachdem er hier vorne gebaut wurde, hier sein Häuschen hinzuzimmern. Was uns wieder dazu bringt, hier einen weiteren Brunnen zu verorten. Und jetzt bauen wir gerade eine ganze Menge, ne? Muss man natürlich auch sagen. Jetzt können wir natürlich auch priorisieren, ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, der Brunnen, der kriegt jetzt Priorität, damit die auch alle Wasser haben. So, und jetzt können wir hier bestimmt auch auswählen. Okay, wir haben keine freien
Mitarbeitende mehr. Dementsprechend kann auch nicht alles verkauft werden. Aber doch, wir haben hier einen und hier ist, wie sagte es mal einer, bei Steinwallen habe ich nämlich neulich mal reingeguckt, er sagte, er ist die Vertrauen des, die Kasse des Vertrauens ist hier. Heißt, die können auch so kaufen. Ohne, dass der Händler da vor Ort sein muss. Ja, das klingt doch eigentlich in allem alles ganz gut. Guck mal hier nochmal ganz kurz rein, weil ich möchte jetzt ganz gerne, dass der Stoff mal aus ist. Ne? Wenn man, hier kann man nämlich markieren, verfolgen und dann ist hier auch dargestellt, wo was ist. Ja, 4 neue Bewohner, das ist doch wunderbar. Holt denn der andere jetzt gerade Beeren und die anderen Sachen? Oder holt er jetzt Brot? Wahrscheinlich holt er Brot, ne? Gut, sind zugewiesen, kann ich gut mit leben. Hier haben wir den Käser, der braucht noch ein bisschen Milch. Und er hier produziert schon Milch. 8 von 50. Hier ist die Frage, brauchen wir noch mehr Kühe? Das ist eine sehr gute Frage. So, Korn, wie sieht es damit aus? Was sagt die Mühle? Die sagt, der hat kein Korn mehr, aber wir haben hier noch genügend, ja, zumindest ein bisschen Mehl. Was haben wir hier? Da wird kein Mehl eingelagert, natürlich nicht. Aber hier. Und da haben wir noch 9 Mehl. Ja, gut, da ist jetzt die Frage, müssen wir hier unsere Fläche zum, also die Erntfläche, müssen wir die erweitern? Machen wir einfach mal so. Gucken wir mal, was bei rumkommt. Ja, und dann müssten wir hier tatsächlich noch eine Kirche irgendwo hinbauen. Eine dritte Kirche. Da wäre natürlich auch schön, wenn die nicht nur Unterhalt kosten würde, sondern wenn die Kirche durch Ablasshandel, wie auch immer, ein bisschen Geld für uns produzieren würde, ne? Ja, im Grunde genommen würde ich die jetzt wahrscheinlich hier hinbauen. Und erstmal nehme ich jetzt das Ding hier wieder weg. Das ist nämlich immer dumm, wenn das da mittendrin steht. Ja, wollen wir das hier so hinbauen? Warum nicht, ne? Kleiner Turm A, kleiner Turm B. Was kann ich, wofür das jetzt da ist? Ist ein bisschen übertrieben natürlich. 5 ab 26. 4. Ja, komm. Kommt oben noch ein Kreuz drauf. Und dann sollte das erstmal langen. So, dann möchte ich gerne, dass das hier als nächstes in Priorität fertig gebaut wird. Und dass wir dann natürlich auch anfangen können, hier vorne den Käse einzulagern. Der hier hoffentlich, da siehst du, 6 von 50 Käse. Und das wiederum bedeutet, dass wir gucken können, ob wir hier jetzt noch irgendwas umändern. Also hier haben wir nur noch ein Brot, Kleidung haben wir ein bisschen was. Können wir natürlich jetzt noch einen dritten Stand dazu bauen.
und sagen, alrighty, hier verkaufen wir jetzt auch noch Käse. Wie sieht's hier aus? Können wir mal nebeneinander halten. Rechts, Mitte, links. Das ist der andere. So, und dann sehen wir, was hier wie verkauft wurde. Also, Beeren ein paar. Kleidung. Noch nicht so richtig viel. Und dann wäre Käse dann das nächste, was dran käme. Und da interessiert mich natürlich mal wieder nach Berufen sortiert. Wie viele Arbeitslose haben wir? Zwei. Gut, aber gleich kommt auf jeden Fall hier noch einer mit rein. Das heißt, dann hätten wir nur noch einen Arbeitslosen. Ah, hier entstehen unsere optischen Schönheiten. Ja gut, da kann man auch ein bisschen mehr darauf achten, dass es dann auch ordentlich da reingesetzt ist. Oh, guck mal, da kommt ein Reiter. In wildem Galopp. Ja, bitte. Wem wollen wir helfen? Beeren zum König. Wir gucken mal, wem wir helfen wollen. Also hier haben wir ja ein bisschen was verloren. Da brauchen wir 20 Bürgerliche. Die haben wir ja noch gar nicht. Eine Hecke bringt was? Also ein bisschen was dazu haben wir jetzt bekommen. Und jetzt müssen wir gleich dazu übergehen, noch mehr Bürgerliche zu schaffen. Dann hätten wir auch eine Jagdhütte. Ja, ich befürchte, da müssen wir noch ein paar befördern. Früher oder später. Ja, und im Grunde genommen ist es uns vollkommen egal. Ne? Also 15, ja, dann kommen wir so langsam dahin, wo wir hinwollen. Wir sind bei 10. Herrenhaus, Steinzeit, Handelsbonus, Taverne. Taverne ist auch immer gut. 10 Bürger. Aber die wollen halt ganz viele Bürger haben. Das ist ein Ding. Also im Endeffekt ist es egal. Dann helfen wir uns unserem Volk. Ja, jetzt brauchen wir natürlich 30 Beeren, ne? Aber die sind ja fleißig mit dabei. Können wir noch einen Sammler mit dazu packen. Jetzt haben wir 6 Sammler, die Beeren einsammeln. Ja, was soll ich machen? Ne? Kann halt nicht zaubern. Gibt nicht mehr Material. So, 610. Also wir müssen sehen, dass wir mit unserem Geld irgendwas machen. Was mit dem hier? Das kostet auch, aber bringt dann im Unterhalt natürlich wieder deutlich mehr. Hier können wir noch so eine Trainingspuppe hinstellen. Ich würde sagen, bauen wir doch hier noch eine hin. Zack. Bauen 50. So, und jetzt haben wir hier auch neue Dinge dazu bekommen. Zum Beispiel die Fischerhütte. Die uns aber derzeit noch nicht so richtig viel bringt, weil wir nichts haben, wo wir fischen könnten. Die Schafstatue. Ein Zierelement. Natürlich. Was bringt die denn? Jetzt muss ich nochmal hier reingucken. Was bringt denn die? Gar nichts. Oder für die Häuser hier dementsprechend ein bisschen Luxus. Das könnte natürlich sein. Ein Zierstrauch. Ja, jetzt habt ihr mich nicht zucken sehen mit meinem Kopf. Ob das jetzt hier irgendwas bringt oder nicht.
Von mir aus. Von mir aus. Laufende Konstruktion. Ja, da wartet er noch drauf, ob irgendwas. Hier ist das fette Schaf, bevor es wieder geschoren wird. Ein paar Bäumchen noch dazu gebaut. Ja, das läuft doch. Der Förster und der Holzfäller, die liegen sich hier nicht in der Quere. Oh. Siehst du, so passiert das nämlich immer mit der rechten Maustaste. So, jetzt sind wir hier fertig. Sind wir fertig? Wir sind fertig. Da kommt einer dazu. Und hier wollen wir doch jetzt ganz gerne Käse drin haben. Milch gab es ja nicht, was wir hier einlagern. Doch, Milch können wir auch einlagern. So, kommt da beides rein. Käse, Milch, Käse, Milch. Ja, ich denke, das sollte erstmal langen, oder? Und die Träger, die sind ja jetzt dabei. Also er holt das jetzt ab, bringt das dahin. So, machen wir mal zwei da draus. Und dann sollte das auch passen, siehst du. Also, die ersten 12 Stück Käse werden hier eingelagert. Und jetzt können wir natürlich gleich nochmal bei Handel gucken. Das ist F3. Wer denn möglicherweise Käse handeln möchte? Beziehungsweise Käse kaufen möchte? Niemand. Okay, dann benutzen wir es selber. Siehst du, hier gibt es so viele. Ein Bote nähert sich und wie auch immer. Das fällt mir halt immer nicht auf, ne? Haben wir das jetzt? Haben wir nicht. Aber jetzt können wir zum Beispiel, wenn wir mal hier vorne hingehen. Oder hierhin. Sagen, achso, der hat noch 50 Beeren da drin. Der hat noch 18 Beeren. Was mit dem hier hinten? 17 Beeren. Könnten wir jetzt sagen, wir wollen Käse. Dann bin ich mal gespannt, ob er jetzt die Beeren wegbringt oder ob die jetzt verloren sind. Ah, bessere Tage werden kommen. Schaut, das schlechte Wetter ist vorüber. Welche Erleichterung. Quel surprise. Ja, und auch hier könnten wir, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen, also einen weiteren Stand dazu bauen, wollen wir aber gerade nicht. Ja, läuft auch eigentlich ganz zufriedenstellend. Gut, hier baut also gerade noch einer sein Wohnhaus. Das kostet uns zum Glück nichts. Und hier vorne wird jetzt die Kirche gebaut. Da fehlt jetzt noch ein bisschen von dem Werkzeug. Ich vermute mal, das Werkzeug müssen wir wieder einkaufen, weil ich da bestimmt gesagt habe, ah, wir kaufen erstmal nichts mehr. Jo, kaufen, bis die Stückzahl erreicht ist. Also werden wir jetzt wieder Werkzeuge kaufen, weil wir sie ja selber noch nicht herstellen können. Ja, und unser Herrenhaus wächst und gedeiht, ne? Können wir denn jetzt hier eigentlich auch nochmal einen Raum oder irgendwas zuweisen? Große Halle, Schatzkammer, mehr Räume können wir nicht zuweisen, aber wir haben schon mal einen gebaut. Ist ja nett. Ja, okay, also da fehlt jetzt noch gerade der Rest. So, in welche Richtung wollen wir uns denn gleich ausweiten? In diese? Würde ich fast sagen, ne? 1, 2, 3 Mal. Dann sind wir nämlich hier unten und könnten dann auch fischen.
Ich meine, mit dem hier wären wir natürlich relativ schnell. Also hier hätten wir auf jeden Fall nochmal ein paar Beeren, die wir einsammeln könnten. Hier drin sehe ich so erstmal nichts außer Wald. Ja, okay, wenn wir hier aber eins... Darunter wirst du so schnell wahrscheinlich gar nicht kommen. 2, 3, ne? 50 Münzen pro Woche. Oder nach hier oben. Was gibt's denn hier? Ja, im Grunde genommen nichts, ne? Also wenn ich mir das so angucke. Nichts Besonderes. Ja, keine Ahnung, meine Lieben. Eher das hier oder eher das hier? Ich würde eher sagen, das hier, ne? Dann können wir uns nämlich hier die Forstklamotte sparen und stattdessen lieber mehr von dem Weizen anbauen. Kostet uns 500. Machen wir mal. Machen wir mal. Dann können wir uns nämlich die Forsttüte hier vorne auch... Warte, so, jetzt wieder weg. Die Forsttüte hier sparen. So. Abreißen. So, und im Grunde genommen müssen wir jetzt doch einfach nur noch wieder pinseln. Das Ganze mal ein bisschen größer machen. Den können wir noch da lassen. Ja, und jetzt dürfte er gleich wieder genug zu tun haben. Oder die Holzfäller an sich. Und jetzt kommen wir gleich dazu und können mit dem nächsten Produktionsschritt anfangen. Dann wären wir nämlich eigentlich hier und wären jetzt soweit, dass wir sagen, wir sind bei der Eisenschmelze. Und da wäre es natürlich richtig gut, wenn wir die eigentlich hier vorne irgendwo hinbauen würden. Und ich glaube, das machen wir auch. Lasst uns den Förster hier auch mal eben entfernen. Und das Forsthaus abreißen. Jupp. Und dann mal ganz kurz in den Bereich Aufforstung gehen. Und hier mal kurz aufräumen. Müssen wir nämlich hier auch nicht mehr aufforsten. Und haben das schon mal wieder abgebaut. Ja, aufgeräumt, könnte man sagen. Köhlerei, ja, ist auch wichtig. Und dann die Eisenschmelze. Und dann die Schmiede. Was wiederum bedingen würde, dass wir ja irgendwo Eisen abbauen. Ne? Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, wo wir Eisen abbauen können. Da haben wir das hier hinten irgendwie. Fassbinderei, Glashütte. Nö. Wo kriegen wir denn die Materialien her? Mineralien. Offensichtlich hier. Ja, machen wir mal so. Und gucken mal, was passiert. Die beiden da haben genug zu tun. Und dann würde ich nämlich eigentlich sagen, dass wir hier vorne so in dem Bereich die Köhlerei hinsetzen.
Ja, die ist nicht sonderlich schön, das ist mir schon klar. Machen wir mal so. Oder so. Machen wir mal so. Kühlerei da. Dann wären wir am nächsten Schritt und würden eine Eisenschmelze zum Beispiel hier hinbauen. Oder vielleicht eher hier so. So, und dann kommt im allerletzten Schritt die Schmiede, die auch ganz gerne hier vorne irgendwo hin möchte. Und dann hätten wir doch die Produktion hier soweit eigentlich vorbereitet. Ja, jetzt brauchen wir nur wieder ein bisschen Geld. Momentan, dadurch, dass wir hier 50 Taler bezahlen, haben wir natürlich nicht so viel Geld. Und schöner wäre es jetzt natürlich gewesen, wenn hier vorne noch der ein oder andere sein Hütchen hinbauen würde. Was fehlt hier? Ein paar Steine. Ach so, Steine. Sind wir auf Null, oder was? Ne, einen haben wir da. Packen wir mal einen zweiten mit dazu. Und hier zeichnen wir doch nochmal beim Wohngebiet ein bisschen was dazu. Aber sie wollen nicht, die Burschen. Ne, vielleicht hier dann irgendwann, aber dann müssen wir ja wieder anfangen, noch eine Kirche zu bauen und so weiter und so weiter. Ja, meine Lieben, aber wie es weitergeht in Hügelstadt, das sehen wir in der nächsten Folge, denn 30 Minuten sind leider schon lange wieder vorbei. Ja, und wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst ja gerne einen Daumen da, gerne eure Kommentare und natürlich auch ein Abo. Darüber freue ich mich, ihr euch auch, denn dann kriegt ihr immer mit, wenn hier neue tolle Videos hochgeladen werden. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und bye, bye.